Liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei WePlayAsOne. Es geht auf das Ende der Saison, der ersten Fahrerkarriere-Saison zu. Wir sind wieder am Start mit der Mercedes-Karriere und wir haben noch ganze 4 Rennen jetzt in dieser Saison nach dem Mega-Debakel am letzten Rennwochenende in Katar. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, lange auf Platz 1 gewesen, oder was heißt lange, die letzten Runden auf Platz 1 nach vorne gekämpft, von Platz 10 bis ganz nach vorne, und ja, haben dann 3 Kurven vor Schluss oder 2 Kurven vor Schluss, ja, keinen Sprit mehr im Benzin gehabt, sind somit direkt rausgefallen aus den Punkten, nur 15. geworden. Somit sind es ganze, kurz überschlagen, 55 Punkte, die uns jetzt zu Max Verstappen um die Fahrer-WM trennen. Für George Russell sieht es da schon besser aus, der hat 172 Punkte, Verstappen bei 216. Auch in der K-WM hat es uns einen Platz nach hinten gereicht, Ferrari hat uns überholt, und auch wenn wir uns den Leistungsvergleich ansehen, wir waren kurzzeitig sogar, während ich jetzt simuliert habe, hinter McLaren, also es läuft alles andere als optimal. Mal schauen, wie sich es dann zum Saisonwechsel hin entwickelt. Wir gehen jetzt aber direkt rein ins Qualifying von Texas, denn wir haben einiges vor uns. Es ist wieder ein Sprinter-Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß, liebe Freunde. So, da sind wir schon zum Blitz-Qualifying hier fürs Sprint-Rennen in Texas. Höchste Konzentration jetzt gefragt, denn ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin nie wirklich richtig warm geworden mit dem Track. Enge Linie, Kurve 1. Mega verloren. P20. Leclerc ist vorne. So, jetzt sind wir etwas besser drin. P9, Leclerc ist immer noch vorne. Fahrzeug so schnell wie möglich gerade bringen. Für die lange DRS gerade hier. Ui, leichte Korrektur. P9. Vom Gefühl her ist Leclerc auch in der Triple-Rechts-Kombination schneller. Für was reicht's am Ende? Müsste P9 sein, jawohl. Ist P9. Und da haben wir eine ordentliche Aufgabe vor uns. So, rein geht's in den Sprint von P9 mit den Medium-Reifen. Russell ist sogar auf der 2. Was geht hier beim Start? Möglichst gute Ausgangssituation. Perez mit dem ganz langsamen Start links. Möglichst gute Ausgangsposition fürs Hauptrennen morgen. Wir haben Alonso hinter uns, der zieht zurück, und wir haben 2 Positionen gut gemacht. Ja, der Medium könnte tatsächlich nach meinem Geschmack ein bisschen mehr Grip haben. Hart gebremst, aber dass das ein schwieriges Wochenende für uns, Schrägstrich mich werden könnte, das war mir klar. Dranbleiben. Geht innen was gegen Leclerc? Nee. Vorne ein Alpine mit einem Verbremser. Da war ordentlich Rauch. Und so die erste heikle Phase scheint überstanden. So, DRS ist freigegeben. Wir sind in Runde 3. Und Russell ist bis auf P5 zurückgefallen. Ist jetzt sogar hinter dem Alpine. Der ist hier in dem Dreierpack vor uns ganz vorne und hält das Feld jetzt so ein bisschen auf. Mal schauen, ob es dafür vor allem George und den einen oder anderen eventuell auch uns dann da noch vorbeigeht am Alpine. So, jetzt greift Russell vorne den Alpine an. Also, sie sind auf gleicher Höhe. Sie sind auf gleicher Höhe. Was passiert da vorne? Sainz lauert und wir schauen uns das Ganze gemütlich mal von hinten an. George Russell geht jedenfalls vorbei. Fürs Erste. Hat jetzt dem Feld natürlich wieder Zeit gekostet. Jetzt ein guter Exit gegen den Ferrari, der kommt etwas zu weit raus auf den Curb. Es könnte mit DRS vorbeigehen an Carlos Sainz. Jawohl. Sieht gut aus, wenn wir innen den Anbremspunkt erwischen, sollte er nicht mehr kontern können. Türe zu, jawohl. P6. Geht's noch vorne am Alpine vorbei? Das wäre schon wichtig fürs Selbstvertrauen nach dem peinlichen Debakel in Katar. So, nochmal die lange Gerade. Pierre Gasly hat jetzt kein DRS. Das müsste easy für ein Überholmanöver reichen. 2 Runden vor Schluss. 2,5 Runden vor Schluss in etwa. Und wir sind auf P5 hinter George Russell und das tut uns sehr gut. Position behaupten und Startplatz 4 und 5 für Mercedes bestenfalls ins Hauptrennen mitnehmen. So, könnte nochmal einen Angriff von Pierre Gasly geben. Das wird nochmal eng. ERS ist aufgebraucht. Ja, das reicht für Gasly. Und Sainz hinten wäre auch fast noch durchgerutscht. Quersteher bei Gasly. Jetzt liegt's an uns. So, wir springen gleich in die letzte Runde. Das ist die letzte Möglichkeit, Gasly zu überholen, aber auch Leclerc hinten macht Druck. Mit DRS können wir uns noch verteidigen in der ersten Kurve. Das könnte dann auf der zweiten DRS-Geraden nochmal gefährlich werden. Oder eben auch nicht. Und wir greifen Pierre Gasly nochmal an und machen eine Position gut. Auch Alonso ist hinten mit dabei. Hinter Carlos Sainz natürlich. Falls ich Charles Leclerc gesagt habe. So, jetzt Angriff oder Verteidigung? Oder beides. Oder beides. Es wird eher der Angriff gegen Pierre Gasly. Aber auch Sainz hinten. Sainz kommt auch hinten. Es reicht fürs Manöver gegen Gasly. Was macht hinten Sainz? Ist auf gleicher Höhe mit Pierre Gasly. Könnte auch vorbeigehen, ist vorbei. Aber das reicht für P5 hier im Sprint von Texas, oder? Kleiner Fehler, Carlos Sainz ist nochmal da. Junge, Junge. Ich mach's aber auch wieder spannend. Und mir ist selbst schwerer, als es sein müsste. Startplatz 4 und 5 für Mercedes. Fürs Hauptrennen. So, alles ist bereit fürs Hauptrennen. Wir nehmen dieses Mal vorsichtshalber etwas mehr Benzin mit, damit uns nicht wieder derselbe Fauxpas wie in Katar passiert. Von den Reifen her, ich denke, dass die Softs fast zu schnell abbauen würden. Die Mediums wahrscheinlich zu langsam, die Hardreifen wahrscheinlich zu langsam sein werden. Wir starten mal auf dem Medium-Reifen, schauen mal, wie lange der geht. Wenn der länger als 11 Runden geht, können wir immer noch auf die Softs dann am Ende wechseln. Ansonsten gibt es frühzeitig die harten Reifen. Gehen wir rein in den Rennstart, liebe Freunde. Let's go! Oh, okay, alle um uns rum auf dem soften Reifen. Wie sich das dann einordnen lässt, werden wir im Rennverlauf sicher sehen. Jetzt erstmal soliden Start. Verstappen links ist ganz langsam. Wir gewinnen bereits eine Position. Russell greift vorne Sainz und den McLaren an. Könnte auf 1 gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Kontakt mit dem McLaren von Norris haben. Guter Start für die beiden Mercedes. Die beiden Red Bull, vor allem Verstappen, haben es total verbockt. Und Norris, der Überraschungsmann, hier an diesem Wochenende auf der 3. Wobei wir es ja kurz angesprochen haben, dass uns McLaren im Leistungsvergleich der Fahrzeuge kurzzeitig überholt hat. So, wir brauchen ERS, um uns... kurzzeitig ERS, um uns da gegen Gasly nicht in Schwierigkeiten zu bringen. So, erste ruhigere Phase jetzt im Rennen. Nachdem es der Start schon wieder wissen wollte. Ich denke ganz klar, wir werden vorne nicht angreifen können. Dazu fehlt uns Schrägstrich mir das Tempo auf dieser Strecke. Aber P4, vor allen Dingen vor Verstappen ins Ziel kommen, das würden wir schon mal unterschreiben. Und natürlich ein gutes Ergebnis fürs Team mit Russell aktuell auf der 2. Und wir haben Gelb in Runde 4. Und ich kann noch nicht erkennen, wer es ist. Vor uns ist es keiner. Wer hat hier ein Problem mit seinem Fahrzeug? Es ist der andere Alpine, es ist Esteban Ocon. Kurzen Moment dachte ich, es wäre vorne Lando Norris. Und wir sind in Runde 4 und es ist das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Wir haben einen richtigen Train hinter uns. Wir können das Tempo der Top 3 absolut nicht mitgehen. Und wir müssen, während wir hier einen ordentlichen Cut haben, uns einfach nur nach hinten orientieren. Aber das könnte bei noch 15, 16 Runden zu gehen richtig, richtig bitter werden. So, Runde 7. Pierre Gasly könnte jetzt zum ersten Mal angreifen. Wir waren bis jetzt in Sektor 1 immer um so viel schneller, dass es hier gereicht hat. Auf der langen Gerade. Aber jetzt ist er sehr nah dran. Und hat noch den ein oder anderen Fahrer im Gepäck dabei. Reifen sind auch nicht mehr im besten Zustand, aber es ist noch viel zu früh zu wechseln. Ich denke, pace-technisch sollten wir eigentlich schon auf die Softs gehen dann. Um uns hier vielleicht ein bisschen besser wehren zu können. So, Kurve 1 wieder etwas verloren, aber normalerweise jetzt hier in diesem Bereich, wenn wir die Curbs ordentlich attackieren, ja, dann machen wir immer etwas Zeitgut und das reicht dann so gerade eben für die lange DRS gerade. Oh, wir haben wieder Geld, da war ein Unfall hinter uns und jetzt ist Gasly sehr nah dran, Safety Car. Und das rettet uns den Arsch. Das rettet uns den Poppes. Zwei Fahrer ausgeschieden. Leclerc und Piastri und ich glaube, das war's noch nicht. Sainz ausgeschieden. Nicht Leclerc, Leclerc ist auf der 1. Oder Leclerc müsste auf der 1 sein. Jawohl, dann ist Sainz hinten ausgeschieden. Sainz und Piastri sind aus dem Rennen. Safety Car. Und wir gehen in die Box. Und holen uns den soften Reifen. So, wir gehen rein zum Boxenstopp und wahrscheinlich das komplette restliche Feld auch. Russell ist auch drin. Der ist schon fertig abgefertigt, Gott sei Dank. Kaum Wartezeit hier für uns beim Stopp. Guter Release. Komm in Form Haas noch raus. Der jetzt in die Box abbiegt. Zur Abfertigung. Und wir bleiben problemlos mehr oder weniger auf P4. Norris auf den harten. Perez hinter uns auf den harten. Russell holt sich die Medium. Was hat Leclerc ganz vorne? Hat auch die harten Reifen drauf. Wir sehen uns beim Restart wieder. So, wir sind zurück beim Restart hier in Texas und haben natürlich jetzt zumindest für die erste Phase des Rennens eigentlich die Reifenvorteile. Vorne Leclerc auf den harten, dahinter Russell auf Medium, Norris auf den Harz, hinter uns Perez auf den Harz, Gasly auf den Medium. Also wir sollten vielleicht jetzt die eine oder andere Position gut machen. Müssen uns dann wahrscheinlich pace-technisch sowieso wieder früh genug verteidigen. So, wann gibt Leclerc Gas? Er gibt schon Gas. Geht in die letzte Kurve, ist jetzt auf Startziel. Rennen ist gleich wieder freigegeben. Ordentlicher Restart von Leclerc, da gibt es gar nichts zu machen für den Rest des Feldes. So, jetzt versuchen mit dem soften Reifen anzugreifen. Aber nicht über die Track Limits hinaus. Aber deutlich mehr Grip hier, man sieht schon. Im Vergleich mit Lando Norris. So, gibt's bereits den Angriff hier Ja, wir müssen fast vorbei. Aber wir gehen nicht vorbei. Wir schaffen es nicht an Lando Norris vorbei. Der geht hier komplett quer mit dem Heck. Hat einfach noch Probleme mit den harten Reifen. Der wahrscheinlich hier grundsätzlich nicht so gut funktioniert. Zumindest ist das mein Gedanke. So, jetzt muss sauber vorbeigehen. Guter Exit. Jawohl, der war in Ordnung. Jetzt geht's vorbei am McLaren. Der sich da ordentlich nochmal wehrt. Leicht quer gekommen, das Fahrzeug P3. So, wie lange hält der Reifen? Mercedes jetzt mit einer sehr guten Ausgangsposition. Für beide Fahrer. Abstand 1,4 Sekunden auf George Russell. Wir haben Gelb hinten und das müsste Max Verstappen sein. Wir haben über den Funk gehört, dass der Probleme mit seinem Auto haben soll. Und jetzt haben wir da hinten im Mittelfeld Gelb. Und er ist schon ganz hinten jetzt am Ende des Feldes und wird wohl seinen Wagen abstellen müssen. Während wir fast im DRS-Fenster sind von Russell. Aktuell funktionieren die Reifen noch gut, aber da wir uns Richtung 20% bewegen, wird sich das bald erübrigt haben. Und dann könnte es auch schon wieder ungemütlich werden. So, Verstappen ist in der Box. Probiert es wohl doch nochmal mit seinem Auto. Und wir haben es nicht ganz ins DRS-Fenster von George Russell geschafft. Und wiederum, der schafft es nicht, Charles Leclerc eindeutig zu attackieren. Aber die soften Reifen sind aktuell ein Traum im Gegensatz zu dem Medium. Schnellste Runde ebenfalls, ihr seht's links. So, jetzt müsste es reichen, zumindest fürs DRS-Fenster. Jawohl. Näher ransaugen und dann irgendwann noch attackieren, wenn es die Reifen mitmachen. Oder 2 und 3 ins Ziel bringen. Wäre auch eine Option. So, wir springen fast eine Runde weiter. Es geht gleich in Runde 17. Und geht jetzt was in Sachen Angriff auf P1 durch George Russell. Während wir hier einen ganz schlechten Exit haben auf dem Curb. Russell geht an Leclerc vorbei. Und das ist doppelt bitter, denn diese Aktion hätte uns jetzt komplett aufschließen lassen können. Ja, die soften Reifen bieten immer noch einen einigermaßen guten Grip, aber ich denke, dass auch hier ab 30% der Drop kommen wird. Dranbleiben, da geht noch was Richtung Leclerc. Verstappen jetzt plötzlich mit der schnellsten Runde. Der war eigentlich schon gefühlt aus dem Rennen. So, Runde 18 geht jetzt der Angriff gegen Leclerc. Wir sind sehr nahe dran, aber auch der hat noch das DRS von Russell. Aber irgendwann muss vorbeigehen. Denn die soften Reifen werden dann doch jetzt allmählich etwas unangenehm. Hier hat man es kurz gesehen. Und natürlich kommen dann jetzt erst die harten Reifen so richtig bei Leclerc. Aber vielleicht geht vorne auf Startziel noch etwas. Jetzt mal sauber hier raus. Auf Startziel. Jawohl, das könnte passen. Leclerc mit nicht ganz so einem guten Exit. DRS investieren. Runde 19. Innen anbremsen, Tür zumachen. Kein Switchback möglich für Leclerc. Und wir gehen vorbei an Charles Leclerc. Und das ist 1 und 2 für Mercedes. Das ist 1 und 2 für Mercedes. In der vorletzten Runde hier in Texas. Bist du verrückt? Wer hätte das gedacht? Nach Qualifying und Sprint. Und Leclerc hat es, glaube ich, so gerade noch ins DRS-Fenster geschafft. Aber auch wir können uns von George Russell ziehen lassen. Reicht's für P1 und P2. Für Mercedes. Voller Fokus jetzt. Leclerc ist es außen DRS. Kaum sage ich's, kommt ein bisschen näher. Und wir verlieren die Linie komplett. Sorry dafür. Und deswegen war Leclerc, glaube ich, doch noch im DRS-Fenster. Letzte Runde. Nochmal alles geben, nochmal vollste Konzentration. Softreifen über 40%. Das spürt man auch jetzt hier, vor allem in Sektor 1. Könnte Leclerc nochmal ganz nah ranbringen. Aber wenn er es hier jetzt nicht schafft, auf der langen DRS gerade, dann sollte es eigentlich reichen. Wie schaut es mit dem Sprint aus? Da war was. Ja, plus 2,5 Runden, 2,15 Runden. Ne? Dank des Safety Cars. Leclerc schießt hinten an mit DRS. Das wird nochmal richtig eng. Was probiert der Monegasse? Fahrzeug auf der Strecke halten. Junge, Junge. Der ist komplett fertig jetzt, der Softreifen. Gehen die drei Rechtskurven noch voll? Die müssen voll gehen. Sonst reicht's hier nicht gegen Charles Leclerc. Der probiert alles. Russell vorne fährt weg. Der hat die Medium-Reifen noch im Griff. Ganz eng jetzt. Früher Exit. Und das ist 1 und 2. Das ist der Doppelsieg für Mercedes. Es ist unglaublich. Hätte mir das vor dem Wochenende jemand gesagt, ich hätte gesagt, du bist verrückt. 1 und 2 für Mercedes hier in Texas. Freunde, 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 was für ein Rennen, was für ein Wochenende hier in Texas. Ich zeige euch jetzt gleich was, nachdem wir kurz die Punktestände durchgehen. Russell zieht nämlich 30 Punkte aus dem kompletten Wochenende. Leclerc 23, wir ganze 22, 16 für Norris, Perez 12, Verstappen nur 7 und das nur aus dem Sprintrennen. Da er ja hier, wie gesehen, im Hauptrennen die Probleme hatte. Für die Fahrer-WM, Freunde, bedeutet das Folgendes. George Russell ist Verfolger Nummer 1 von Max Verstappen, 21 Punkte dahinter. Wir haben 40 Punkte Rückstand auf Verstappen. Auch da wäre theoretisch immer noch was möglich in den letzten 3 Rennen, die dann anstehen. Aber jetzt kommt's, liebe Freunde. Mercedes übernimmt die Führung in der KWM nach einem eher desaströsen Wochenende für Red Bull. Ich glaube, so kann man es nennen. Ferrari rutscht auf die 2 und Red Bull verliert zwei Positionen, ist aktuell nur noch dritte Kraft in der KWM. Ja, so im ersten Moment, liebe Freunde, dachte ich, das wird eher ein langweiliges Rennen, ein langweiliges Wochenende auch hier in Texas, weil ich eben nicht wirklich konkurrenzfähig war anfangs mit dem Tempo hier auf dieser Strecke. Aber dann hat sich doch alles nochmal durch die Safety-Car-Phase zu unseren Gunsten entwickelt und wir konnten ja hier uns an der Fahrer-WM näher rankämpfen und in der KWM absolut geil an die Spitze kämpfen hier mit Mercedes. Freunde, danke fürs wieder mit dabei sein. Like fürs Video, Kommentar unten, nicht vergessen wie immer, Abonnement, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!